Hallo, meine Latronauten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Und ich weiß gar nicht so ganz genau. Wir sind ja beim letzten Mal irgendwie hier so stehen geblieben. Und mir ist aber gerade was Cooles eingefallen, was wir, glaube ich, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Was ich mir aber mal angucken wollte. Und zwar gibt es ja hier natürlich die Fähigkeiten. Und allgemein gibt es die Machtausrichtung spüren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das noch nie ausprobiert haben, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Keine Ahnung. Ich gucke mal eben in den Briefkasten. What? Was für eine Party? Ja, okay, die nehme ich. Okay, Dankbarkeit und trotzdem, ja, okay. Und mein Astromech-Druide M4Y7. May the Force. Wo ist er denn jetzt? Da. Ruf deinen kleinen, der befolgt mich. Abonnentenbelohnung. Hey! May the Force. Year 7. Okay, das ist einfach das Jahr, aber habe ich nicht. Müsste ich nicht eigentlich jede Menge Astromech-Droiden haben? Wo konnte man das nachgucken? Haustiere. Da haben wir. Wo ist denn. Da ist einer. Da seht ihr ihn. Da ist der aus Jahr 7. Da ist der aus Jahr 6. Okay. Wer ist er? Wer ist er? Und warum habe ich ihn? Ich verstehe das alles nicht. Ich sammle die Dinger eigentlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie großartig auf der Suche nach den Dingern wäre. Die kommen halt einfach so, weil ich schon seit Jahren Abonnent bin. Ja, die anderen habe ich wahrscheinlich alle nicht, weil ich ja lange, lange Zeit auch kein Abonnent war, ne? Da mag das dran liegen. So, jetzt möchte ich aber hier mal gerne mir ein Ziel aussuchen. Na, kann ich nicht. Okay. Okay, vielleicht muss ich das bei irgendeinem wirklich gegnerischen Ziel oder so machen. Wenn ihr auf die Uhr guckt, wir haben 7:22 Uhr. Ja, wir haben heute den Tag, den Mütter so sehr lieben. Ich finde solche Tage grundprinzipiell. Ich glaube, viele von euch wissen, wie meine Einstellung zu solchen Tagen ist. So Weihnachten, Ostern. Ich finde. Also wenn wir mal ganz genau sind, ich war am Freitag, also das ist auch der Grund, warum ich jetzt so früh wach bin. Also fangen wir mal die Geschichte ganz vorne an. Warum haben wir 7:22 Uhr und warum bin ich wach? Am Freitag hat ein sehr, sehr guter Freund von mir seinen 30. Geburtstag gefeiert. What? Okay. Am Freitag hat ein sehr, sehr guter Freund von mir seinen 30. Geburtstag gefeiert und natürlich musste ich da ein wenig feiern gehen. It's normal as fuck. Und wie das auf so ein Hallo? Wie das auf so einem 30. Geburtstag halt nun mal ist, könnt ihr euch denken, war das mit ein bisschen Alkohol verbunden. Warum habe ich eigentlich keinen Begleiter draußen? Und dementsprechend habe ich gestern den Tag tatsächlich größtenteils damit verbracht, darauf zu warten, dass mein Körper wieder einsatzfähig wird. Im Kampf nicht möglich. Ja, dann werde ich jetzt sterben. Sage ich doch. Ja, gestern den größten Teil des Tages drauf gehofft, dass mein Körper irgendwann nochmal einsatzfähig wird. Weil das stand auch zur Debatte, ob ich irgendwann nochmal aus meinem Bett
aufstehen kann. Ach, jetzt habe ich aber wieder einen. Leute, was ist los mit euch? Und wo muss ich jetzt hin? Ich verstehe es nicht. Kommen die Hier, jetzt dahin? das wird helfen. Ja, ich weiß, dass das helfen wird. Deswegen wollte ich ja eigentlich, dass du gerade schon dabei warst. Okay, ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal rein. Lasst mich euch helfen. Ich kann nichts machen. Dann gehen wir hier lang. Ja, und dementsprechend habe ich halt eben gestern sehr viel geschlafen. Und hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Ich sage dir, hier stimmt was nicht. Die haben damit noch gar nichts zu tun. Ich breche die Quest nochmal ab. Ja, und weil ich eben so viel geschlafen habe, bin ich jetzt schon ein bisschen länger wach. Weil ich natürlich die Nacht dann schlecht schlafen konnte. Zurücksetzen. Zurücksetzen. So. Machen wir das Ganze nochmal. Besiege die imperialen Attackierer. Okay. So. Jetzt wisst ihr, warum ich wach bin. Jetzt zum anderen Thema. Wir haben heute Muttertag. Und ihr kennt das, ihr wisst das. Meine Einstellung zu jeglichen Feiertagen ist eigentlich eher so semi. Ne? Ich finde irgendwie, man muss nicht. Also. Wie soll ich das sagen? Also es ist nicht so, dass ich nicht die religiöse Absicht hinter irgendwelchen Feiertagen hinter irgendwelchen Feiertagen sehe. Aber ich sehe halt eben auch, dass die Feiertage heutzutage selten noch das sind, was sie, weswegen sie eigentlich irgendwann mal ins Leben gerufen wurden. So. Außer wirklich gläubigen, religiösen Menschen glaube ich nicht, dass viele Menschen gerade in Deutschland vielleicht. Ich weiß nicht, wie es international aussieht. Aber ich glaube nicht, dass viele Menschen an Weihnachten hier irgendwas Jesusmäßiges feiern. Glaube ich nicht. Ich befürchte, für viel zu viele Menschen geht es an Weihnachten einfach nur noch darum, dass ja, irgendwie Geschenke verteilt werden. Und das ist toll und deswegen soll das. Ja, ich finde es aber nicht gut. Die Imperialen glauben, dass sie die Oberhand haben. Zeigt ihnen, was es bedeutet, sich mit der Republik anzulegen und der ewigen Allianz. 7:20 Uhr, 7:30 Uhr. Das erste Rockstar ist am Start. Muttertag ist wieder so eine andere Sache. Muttertag ist ein Tag, wo ich sage, okay, meine Mutter zu ehren, ist ein Ding, was irgendwie Sinn macht. Theoretisch. Ja, theoretisch macht das vollkommen Sinn, meiner Mutter zu sagen, hey, danke dafür, dass du mich aufgezogen hast. Ich liebe dich und bin froh, dass es dich gibt und ich weiß, dass ich immer wieder zu dir kommen kann, wenn irgendwie Scheiße am Stecken ist. Egal wie schlecht es dir geht, du wirst dafür sorgen, dass es mir sehr viel besser geht. Und wenn du dafür ein Körperteil oder im Zweifel sogar dein Leben geben musst. Das sind Mütter. Ja, das machen die, das können die. Alles cool. Die andere Sache ist eben so, brauche ich für sowas einen Tag? So, ich weiß, dass die mal richtig übel krass drauf waren, die Kollegen. Bin gespannt. Brauche ich für sowas einen Tag? Oder kann ich das nicht auch einfach immer machen? Kann ich nicht regelmäßig meiner Mutter sagen, hey, du bist eine coole Socke und ich finde es voll cool, dass es dich gibt und die sind immer noch super krass drauf. Was geht mit diesen Sith Lords? Die sind übertrieben drauf.
Die nehmen mich jedes Mal, ich weiß, also ich weiß, dass ich das mit, also ich erinnere mich wieder dran, dass ich das hier alles mit Feralia schon mal gemacht habe. Und diese Sith Lords sind der Shit. Die sind der Shit. Die nehme ich jedes Mal einfach auseinander. Ich verstehe es nicht. Dieses Spiel ist theoretisch so einfach geworden, aber diese Sith Lords, die zerfetzen Menschen. Guckt es euch an, er steht immer noch da. Er hat alles hier auseinandergenommen. What the fuck? Ich peil's halt nicht. So, wir versuchen jetzt Theron ein bisschen zu. Hallo? Da zieht er sich. Ja, klar, natürlich. Zieht er mich ran, nimmt mich auseinander, Junge. Alles klar. Läuft bei ihm. Lass ihn mal in Ruhe. Ich mache es nicht mehr lange. Ja, ich weiß, dass du es nicht mehr lange machst. Ich auch nicht. Meine Implantate sind durchgebrannt. Bin What getroffen. the fuck, Alter? Ey, jetzt lass mich halt in Ruhe, Theron. Du musst das jetzt regeln, ne? Das weißt Theron, Heilung! Bitte! Kennt irgendjemand einen Trick, um diese Leute da auseinanderzunehmen? Weil ich verzweifle an denen. Ich verzweifle so richtig an denen. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll. Jetzt habe ich schon wirklich hier mich bemüht, die von Theron fernzuhalten, weil die einfach übertrieben abgehen. Ich kann halt immer wieder das gleiche Geschütz anmachen. Ist auch ein Plan. So, aber jetzt kann ich mal eben was gucken. Guck mal, wie viele lustige Sachen. Nein. So, kann ich. Kann nicht auf sich selbstständig an. Was? Auf sich selbst angewendet wird? Hä, ich will das doch von ihm wissen, Junge. Da Fug. Ja, jetzt haben wir hier noch die zwei, ne? Schauen wir mal, was das wird und ob das was wird. Ich bin schon wieder tot. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist ja jetzt. Es kann ja nicht unmöglich sein. Bin ich einfach doof? Muss ich vielleicht einfach gar nicht gegen die kämpfen? Sollte ich die vielleicht einfach umgehen oder so? Ist das der Trick? Ist das nicht so gewollt, dass man das macht? Dass man gegen die kämpft? Ich verstehe es nicht. Hier sind Jedi-Meister. Warum helfen die mir nicht? Warum ist da vorne jemand? Warum liegt da Beute? Ich bin mir nicht sicher, ob ich gegen die kämpfen sollte. Oder ob ich einfach hier mal eben kurz rumrennen sollte und gucken sollte, dass ich. Hallo? Da unten sind schon wieder, da springen schon wieder zwei so Sith-Krieger wie wild durch die Gegend. Imperialer Artillerieangriff! Oh, In danke. Deckung! Verbinde die Geschütze. Aktiviere. Ach so. Ah, okay. Ich bin noch gar nicht fertig. Die Imperialen sind stark, aber unsere Verteidigung ist stärker. Die haben auch irgendwie alle grünen Loot. Ah, das sind alles diese komischen Io-Cut-Energiesplitter hier. Ich verstehe. Oh, guck mal, der ist tot. Also wenn man so ein Dings hier im Hintergrund stehen hat, dann wird das was. Dann kann man da schon mal einen Kampf gewinnen, auf jeden Fall. Ohne den da vorne, die nehme ich doch wieder auseinander. Oh, hallo.
Vielleicht kann ich die zu denen ziehen. Hä? Oh oh! Hallo Jedi-Meisterin, hilf mir! Hallo, bitte hilf mir! Hier, das wird helfen. Warum helft ihr denn nicht? Meine Fresse, du. Okay, so läuft's. Wenn ich mir die zu den Jedi-Meistern ziehe. Wisst ihr, und das sind so Sachen, die verstehe ich in dem Spiel nicht. Hallo, ich habe den Imperator getötet. Ich habe Arkham besiegt. Ich habe fucking Valen besiegt. Ich habe. Und das nur in den letzten Wochen. Wenn ich in diesem scheiß Universum schon alles besiegt habe, ich habe Revan besiegt und was weiß ich nicht was. Ja? Gar kein Problem. Und dann kommt so ein Sith Lord, der hat noch nicht mal einen Namen, ja, der ist für die Geschichte überhaupt gar nicht wichtig. Und wenn ich den nicht zu irgendeiner Jedi-Meisterin, die auch keinen Namen hat, weil die für die Geschichte auch nicht wichtig ist, ziehe, dann zerfetzen die mich. Als ob ich halt einfach keine Ahnung wer wäre, so. Als ob ich keine, weiß nicht, so Anakin Skywalker oder so, unwichtige Menschen. Anakin ist most important, Alter. So, hier sind ja nur ganz normale Soldaten, ne? Die werde ich doch wohl noch hinkriegen hier, oder? Oder nicht? Willst du auch scheitern? Hm? Oder darf ich normale Soldaten noch töten? Irgendwie so ein bisschen, ohne dass mich irgendwer komplett zerfetzt. So, pass auf. Kann ich das denn auf die anwenden? Ziel ist... Ach, ich kann das auf Spieler anwenden. Das wird ja nicht kloppt. Hm. Pass auf, wir machen das so. Und dann gehen wir mit der 7 hier hin. Und dann sollen die uns mal hinterherkommen. Tschüss, Junge. Hier läuft es nicht so gut. Ja, weiß ich, dass es nicht so gut läuft. Aber mach irgendwas. Du wirst überleben. Ich glaube an dich. Nein, mein Gefährte Theron Shan wurde besiegt. Du wirst nicht überleben. Naja, gut. Aber ich habe hier die Jedi-Meister an meiner Seite. Und den Kampfläufer. Alles cool. Ich brauche dich gar nicht, Theron. So, was ist... Kannst du wiederkommen? Wo bist du denn? Wo liegst du denn? Du liegst da irgendwo bestimmt, ne? Da. Holen wir dich mal wieder hoch, wa? Danke für die Hilfe. Meistens ja, gerne. Stolz. Gar kein Problem. Gar kein Ding. So. Dann haben wir doch tatsächlich so gut wie alles getötet hier oben, ne? So. Muss ich nur gucken, wo ich noch diesen letzten Dings finde. War ich mit diesem Thema Dings hier eigentlich schon? Dings ist übrigens ein super schönes Wort. Dings kann man viel öfter sagen. Ich finde, aus dem deutschen Sprachgebrauch ist Dings viel zu sehr rausgefallen. Ja? Sagt halt öfter mal wieder Dings. Das kann einem wirklich das Leben sehr viel leichter machen. So, wir greifen dich an und verziehen uns direkt, weil ich möchte, dass ihr hier hinkommt. Kann dieser Jedi-Meister sich mal einmischen? Jedi-Krieger, Entschuldigung. Sind noch nicht mal mehr Meister, sind schon nur noch normale Krieger. Ich verstehe. Nee, ist klar. Aber ich habe keine Chance gegen die. Vollkommen nachvollziehbar, warum das so ist. Was spielt ihr hier für Waffen? So, okay. Ich weiß halt gar nicht, was ich jetzt alles gekriegt habe, weil es auch so viel Müll dabei ist.
Hat keinen Nutzen, kann aber an einen Händler verkauft werden. Oh, guck mal, das habe ich ja noch. Da können wir natürlich auch mal kurz reingucken, ne? Oh. Oh, was ist denn das? Oh, das müssen wir uns gleich nochmal genau angucken. Muss man eben kurz. Ich hatte das. Ich habe gedacht, der könnte mir was, der Strahl. Ich gehe ja kaputt. Habe ich nicht so. Ach so, ja, genau. Das ist ja nur das, was ich gekriegt habe. Okay. Wo habe ich jetzt. Hallo? Habe ich so gemacht? Ich habe so gemacht. Okay. Wo ist jetzt. So. Ja, nee, nee. Das und brauche ich das? Was ist das? Das Heilen. 6 Sekunden lang Angriffskraft. Deine Beherrschung 6 Sekunden? Ja, brauche ich auf jeden Fall. Für das ewige MK3,9, weil das ist Schnelligkeitswert. Habe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich auch Blödsinn, aber vielleicht brauche ich das nicht. Ich will. Also, ich habe ja. Also, ich spiele den Charakter ja noch gar nicht so lange. Ne? Meister Sober stolz. Und ich habe mich mit dem Charakter vielleicht noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Weil, wie gesagt, so lange spiele ich den ja noch gar nicht. Ne? Also. Das, Alle Einheiten! Feuer auf die imperiale Vorhut konzentrieren! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Also wenn ich jetzt den Charakter schon, keine Ahnung, über ein Jahr spielen würde oder so, ne? Dann würde ich sagen, okay, komm, also das musst du wissen, was jetzt für deine Klasse wirklich gute Schnelligkeit oder nicht. Halt. Aber so. Ich habe ja gerade erst angefangen, hier zu spielen, ne? Dass ich so. Euch nie helfen würde. Jetzt ziehen wir uns die hier noch mit ran. Kommt. Komm! Ey! Mischt euch mal in den Kampf ein jetzt! Oh, der ist ja schon tot. Fliehen. Nehmt keine Gefangenen! Ups. Ja, ich weiß nichts über meinen Char. Ist. Kann passieren. Ja? Gibt auch genug WoW-Chars, die ich habe, von denen ich doch eigentlich alles weiß. Das wird dem imperialen Abschaum eine Lehre sein. Es ist mir eine Ehre, Commander. Ich bin froh, dass ihr wieder für die Republik kämpft. Theron, ihr seht gut aus, mein Sohn. Das Kämpfen bekommt euch. Plaudereien bringen uns nicht weiter. Wie ist die Lage? Unsere Basis ist gesichert und die Elite des Imperiums rennt zu ihrer Kaiserin zurück. Nicht schlecht für unseren ersten Kampf als Verbündete. Asina ist geschwächt. Wenn wir jetzt zuschlagen, bleibt ihr keine Zeit, sich zu erholen. Eine solide Strategie. So wie ich die Kaiserin kenne, plant sie bereits ihre nächste Offensive. Wir haben schwere Verluste erlitten. Die Überlebenden erwarten euren Befehl. Malcolm und seine neuen Verbündeten kosten jetzt bestimmt ihren vermeintlichen Sieg aus. Ihr habt das psychologische Profil des Allianzkommandanten erstellt. Wie lautet eure Empfehlung? Er ist ein kampfgestellter Streiter, umgeben von Verbündeten und unterstützt durch die ewige Flotte. Nur ein unerwarteter Angriff kann seine Rüstung durchdringen. Dann wollen wir eine passende Überraschung vorbereiten. Versammelt eure besten Techniker und ruft die Truppen zusammen. Ich komme nach Iokat. Womit haben wir es zu tun?
Die Imperialen haben sich in ihrer Basis eingegraben. Ihre Verteidigung ist stark, aber sie sind nicht auf eine längere Offensive vorbereitet. Mit unseren beiden Armeen können wir Asinas Basis belagern und ihre Kriegsbemühungen ersticken. Ihr habt Asinas persönliche Unterlagen bei unserem Ausflug nach Dromund Kaas gesehen. Wie können wir sie brechen? Asina ist eine Überlebenskünstlerin. Sie weiß, wann sie zuschlagen muss und wann sie nur warten muss, bis ihre Gegner sich ihr eigenes Grab schaufeln. Sie wird unsere Überheblichkeit ausnutzen. Und dann lässt sie ihre Falle zuschnappen, sobald wir die Deckung verlassen. Cleverer Sith. Asina weiß, dass wir ihre Basis angreifen werden. Genau in dem Moment wird sie uns überfallen und uns auslöschen. Wir brauchen etwas, das das Imperium nicht erwartet. Zum Beispiel ein Arsenal der tödlichsten Waffen von Iokat. Das wird das Blatt auf jeden Fall wenden. Und wie es der Zufall will, haben meine Späher in der Nähe ein Waffenlager gefunden. Die Fabrik wird von Droiden schwer bewacht. Aber wenn wir es schaffen, da reinzukommen und uns die Munition zu holen, haben wir genug Feuerkraft, um die imperiale Basis zu zerstören. Hinterhalt hin oder her. Werden die Waffen von Iokat ausreichen, um die imperialen Verteidigungen zu durchbrechen? Asina wird sicher nicht damit rechnen, was bedeutet, dass das wohl unsere beste Chance ist. Sprecht euch mit Lana ab und bereitet den Angriff auf die Basis vor. Teron und ich holen uns die Waffenfabrik. Übrigens, wollte ich euch noch erzählen. Wie es momentan denn aussieht mit der Wahl der nächsten Klasse. Es ist wieder ein bisschen was dazugekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt in der Woche dazugekommen ist. Wahrscheinlich gar nicht. Also in der Woche. In der Zeit von Freitag bis Sonntag. Ich glaube, war gar nicht so viel. Aber es kristallisiert sich so langsam doch heraus, kann ich euch sagen. So wie es aussieht, wird es wohl eine menschliche Hexerin. Obwohl die Sith gerade... Entschuldigung. Ey, wartet mal, ja. Kann ich jetzt nicht echt, ne? Tarnung. Aktiviert deine Tarnstufe um 15, wodurch es schwieriger wird, dich und dein Gefährten das... Marathon. So, das wollte ich euch nämlich gerade erzählen. Also, wie gesagt, momentan steht es 3 Stimmen für den Attentäter, 6 für den Hexer, Rasse, 3 Mensch, 2 Sith. Das heißt also, da ist es noch spannend. Geschlecht, 2 männlich, 6 Stimmen für weiblich. Und deswegen habe ich gerade so gelacht und haha, Arathon gesagt. Der Arathon hat nämlich geschrieben, dass er lieber den Hexer sehen würde, weil... eine Machtanwenderklasse, mit der ich mich an Gegnern vorbeischleichen könnte, total schlecht für mich wäre, weil ich eh schon so vielen Kämpfen immer aus dem Weg gehe. Und dann, genau jetzt, kann ich so ein Tarnfeld-Ding kaufen. Das ist doch unnormal. Wie cool ist das bitte? Ich will den Raketenwerfer auch noch haben. Wo ist der? Egal. Also da steht er, aber ist mir auch wurscht jetzt. Oh mein Gott. Ja, ist
Ja! Ist gut. Nein. Ich will doch einfach nur jemanden haben, bei dem ich was verkaufen kann. Was ist denn los mit euch? Da. Schrott verkaufen. Alles reparieren. Dich, dich und dich verkaufen wir auch. Gut. Was habe ich da noch im Inventar herumfliegen gesehen? Zwei Stunden. Okay. Ja, das könnte ich vielleicht auch irgendwann nochmal nehmen. Ich glaube, es reicht für heute. Denkt dran, ich kann mich jetzt tarnen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Und ansonsten sage ich wie immer, bis denne!